Hallo ihr Lieben. Ja, gestern ging das Video sehr spät online, weil ich beim Bearbeiten bei YouTube, als es hochgeladen ist, da muss man ja bestimmte Sachen reinschreiben und einstellen. Und da habe ich einen Punkt vergessen und habe nicht weitergeklickt und deswegen ist es noch gar nicht hochgeladen gewesen. Ja, und ich hatte ja gestern gesagt, dass es mir halt überhaupt nicht gut ging und es geht mir auch ehrlich gesagt heute nicht wirklich besser. Also ich habe irgendwie immer noch Migräne. Und mein Magen fühlt sich auch immer noch nicht gut an. Aber ein bisschen besser als gestern schon. Ich werde mich heute wieder mit Zwieback und Tee und ein bisschen Ruhe. Und dann hoffentlich wird das besser. Genau. Ja, wie gesagt, gestern, dann kam das Video so spät, sonst hätte ich es euch schon viel früher. Ich hoffe, heute kriege ich alles auf die Reihe. Und ja, ihr habt das Video wie gewohnt um 14 Uhr, hoffe ich. Okay, so, ich fange wie immer an mit dem Adventskalender von IKEA. Und heute suche ich tatsächlich die 9 und nicht irgendeine falsche. Da oben ist sie. Und wir gucken erstmal kein Bildchen, dann lasse ich das mit der App. Wie gesagt, da hat sich nichts getan. Ihr seid mir bitte nicht böse, ich möchte die Schokolade immer noch nicht probieren. Ich möchte meinem Magen einfach nichts zumuten, was nicht sein muss. Diese Schokolade hier sieht ziemlich dunkel aus. Ach, ich wollte ein Messer mit hochnehmen und das aufschneiden, um euch zu zeigen, was drin ist. Aber ja, habe ich jetzt vergessen. Kann ich euch leider nicht sagen. Wenn es mir besser geht, dann probiere ich alle und dann erzähle ich es euch. Beziehungsweise habe ich die andere schon meinem Mann gegeben, aber ich habe ja noch einen Kalender. Kein Problem. Gut, so, dann kann der weg. Und hier hatte ich heute Immunstark. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Dann geht es weiter, wie immer, mit Plottermarie. Und ja, hier ist wieder eine Folie drin. Das fühlt man. Eine dünne Folie. Mal gucken, was für eine. Ja, und ich muss ja sammeln bis zum 10. Und in der Tüte vom 7. hinter mir. Da sind die anderen Sachen alle drin. So, und das hier ist eine schimmernde, das könnte ein Edelmetallic sein. Die sieht ein bisschen metallic aus. Ja, interessanter Farbton, den habe ich noch nicht. Ja, wie gesagt, bisher fand ich die Sachen nicht so mega spannend, die jetzt in den Projekten waren, aber ich werde auf jeden Fall noch irgendein Projekt machen. Diese Folie von gestern, guck mal, diese Kombi. Also das sind ja die. Ach, ich hole es mal raus, weil es so laut ist. Mit dem Knister so. Also die drei Sachen passen ja schon mal echt gut zusammen. Ne? Ja, und dann kommt morgen noch ein Türchen und dann schaue ich mir ja wieder das Video an und gucke, wie man die Sachen zusammensetzt. Also diese Folie, muss ich echt sagen, wenn ich die online im Shop gesehen hätte, würde ich mir die niemals kaufen, weil ich mir denke, oh ne, viel zu viel. Aber wenn man die so vor sich hat. Und es bleiben ja nicht alle Teile davon erhalten. Man schneidet sie ja aus. Also, ja, mal gucken. So. Schwupp, die kommt weg. So, bevor ich das mache, zeige ich euch wieder meine Plotter-Sachen. Und zwar fangen wir an mit Tintenrebell. Und ich sage euch jetzt schon, es ist wieder kindlich. Ja, ist ganz süß gemalt, aber ob ich es verwenden werde, weiß ich nicht. Vielleicht auch für einen Sticker, um es an Kinder zu verschenken. Vielleicht mache ich es auch so klein, wie die anderen Sticker waren, mit dem Kreis drumherum. Kopiere mir den Kreis nochmal raus und pack das mit dazu. Und pack das mit in das Stickerheft. Okay, also das war dann jetzt von Tintenrebell. Genau. Tante Plotter hat heute eine Karte drin, die so aussieht. Und wenn man die zusammengebastelt hat, das ist jetzt ein Beispiel. So könnte diese Karte dann aussehen. Ja. Ist auch ganz nett. Also dieses Mandala-Muster hier drin, das werde ich mir rauskopieren und werde das für andere Sachen benutzen. Ich muss mal gucken, da muss man noch einen Kreis drumherum ziehen, damit das dann ausgeschnitten wird. Weiß ich noch nicht, ob ich den Kreis dann hier drum ziehe oder ob ich das hier außen rumziehe und die Punkte beibehalte.
Ich glaube aber nicht, weil hier zum Beispiel, finde ich, ist der Abstand größer als bei den ganzen anderen. Und da ist er auch ein bisschen größer. Deswegen werde ich das, glaube ich, nicht machen. Oder es sieht nur so aus. Es wird nur so aussehen, weil die Karte ja aufgeklappt ist und die schräg fotografiert ist. Die Abstände sind bestimmt gleich. Es sieht bestimmt nur so aus. Na gut. Auf jeden Fall, ja, das Mandala in der Mitte finde ich süß. Ja, ob ich jetzt so eine Karte mache, weiß ich nicht. Okay, ihr Lieben, wir kommen zum Kalender von meiner Miss Fruchteis. Und wir suchen die neun. Oder ich suche die neun. Mach das so ein bisschen im Schnelldurchlauf. So spannend ist das für euch ja auch nicht. Da ist sie, neun. So spannend ist es für euch ja auch nicht, wenn ich die Zahlen da vorlese. So, und der Bibelspruch heute heißt: Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Wer liebt, der ist aus Gott geboren und kennt Gott. 1. Johannes 4, 7. Genau. So ist das. An einer anderen Stelle steht: An der Liebe untereinander werden sie euch erkennen. Und genau, das ist ja mit das Wichtigste, was die Bibel uns sagt, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Und ja, ich finde das auch sehr wichtig. Genau, so, dann haben wir hier heute diese Püppi. Und da werde ich mal auf Pause drücken, wie immer, und dann das Päckchen suchen. So, ich habe mein Päckchen gefunden und ich habe schon ein bisschen gefühlt und ich bin mir sehr sicher, dass dort Veggie, ja, Weingummi, irgendwas drin ist. Ich weiß nicht, ob noch was drin ist oder nur dieses Weingummi. Aber es fühlt sich auf jeden Fall genauso an, weil es auch so ganz bisschen nachgibt. Oder ich irre mich komplett und es ist Schmuck für meine Dreads. Das könnte auch sein, aber die geben eigentlich nicht so nach. Die müssten dann fester sein. Ja, sage ich doch. Und zwar, genau. Ja, die mag ich noch. Aber im Moment nicht. Das macht aber nichts. Ich werde die auf jeden Fall an die Seite legen und werde die an einem anderen Tag, also sobald es mir wieder besser geht, werde ich davon welche essen. Ich habe die immer ganz gerne hier oben bei mir am Schreibtisch und dann so ab und an mal ein. Ja, ich versuche das mit den Süßigkeiten ein bisschen zu reduzieren, weil meine Klamotten mir so langsam alle nicht mehr passen. Aber ja, genau, ist halt so. Dann versucht man halt ein bisschen zu reduzieren. Okay, ihr Lieben, ich mache jetzt gar nicht groß noch irgendwas. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Und ich hoffe, ihr bleibt alle gesund. Und ja, wir sehen uns morgen. Tschüss.